Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Witcher 3. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und ja, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir hingehen, weil das Problem ist, dass es wohl sehr viele Dinge zum Kaufen gibt. Das ist Nummer 1. Und B, die Sachen, die ich da noch habe, das heißt, das sind einfach random Leute, mit denen ich unter Umständen noch nicht gespielt habe. Ich meine, naja, was soll man machen, ne? Vielleicht kann man sie alle kaufen, die fehlenden Karten. Jetzt fehlen uns ja keine besonderen Karten mehr, auf jeden Fall. Wir haben ja gerade eben sogar die skellige Karte gekauft. Das war auch sehr lustig. Die fehlende skellige Karte haben wir einfach gekauft. Ja, wir sollten vielleicht mal wieder bis zum Tag warten. Sei ge... Man kann nur einmal mit ihnen spielen und eine Karte kriegen. Das habe ich auch gerade gecheckt. Man kann nicht mehrmals mit ihnen spielen, um mehrere Karten zu kriegen. Das geht nicht. Ja, das stimmt. Immerhin ist das doppelt so oft wie du. So. Ja. Diese blöden Bemerkungen von den ganzen Leuten, ne? Ich glaube, wir werden jetzt einfach alle Dörfer ablaufen, weil was sollen wir machen? Das ist halt vermutlich der beste Weg. Kannst du. Nee. Bis dann. Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Oh, der Retter ist. Ah. Zeig. Der hat noch Karten. Und spielen wir Karten. Handeln können wir später. Schlechtes Deck leider. Aber besser als nichts. Vielleicht kriegen wir jetzt gute Karten. Nein. Mehr oder weniger gut, aber. Gut, den Spion können wir nachher wiederbeleben. Ich lasse ihn einfach mal machen. So. Oh ja, das gefällt mir sehr gut. Wir können die wiederbeleben. Oder wir machen es so. Aber wir haben einen Spion, den wir wiederbeleben können. So, jetzt haben wir so viel mehr Karten als er. Er kann nur noch verlieren. Selbst wenn er einen Spion spielt, kann ich ihn wegnehmen und nochmal Karten holen. Die nehme ich mit, kein Problem.
Bam. Und gewonnen. Boah, das wird mein höchster Sieg ever, glaube ich. Das wird mein höchster Sieg ever. 262 versus 51. Oh mein Gott. Kairan, das könnte eine neue Karte gewesen sein. Wunderbar. Das freut mich sehr. Neue Karten, da bin ich immer dabei. So. Reuseninsel ist nichts. Plackerei, Hütte des Bootsbauers. Ich glaube nicht, dass da noch ein zum Gewinn spielen ist, oder? Versuchen es mal. Doch, vielleicht. Der Hund des Barons ist riesig. Hast du vielleicht Karten? Nein. Leb wohl. Das meine ich nicht. Wenn wir das Vieh fangen und schlachten können. Der Scheiterhaufen gerade, das ist schon ein bisschen traurig. Mein Mann ist wieder bei dieser Hexe gewesen. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Ah. Lass mich einen. Schatzkarten, da sind die fehlenden, die wir noch haben, nicht haben. Wunderbar. Ah, wir haben sie gefunden. Und der Partie gewinnt. Willst du nicht? Ich meine, wir könnten die erste Runde jetzt relativ schnell gewinnen mit zwei Karten, ne? Wir haben noch zwei Wiederbeleben-Karten. Oh, aber das bringt ja nichts bei denen. Aber ich mach das. Wir gewinnen die erste Runde. Wenn uns die schon schenkt, dann nehmen wir die mit. La la la, la la la. Das heißt, wir können jetzt all in gehen. Da was Praktisches. So. So, Wesemir schützt die, eine Viererkarte, falls sie den Drachen haben sollte. Zwei Einheiten kann ich wiederbeleben ohne Probleme. So, jetzt kann er nur noch eine nehmen. Ja, meinetwegen machen wir das halt so. Okay, danke dafür. Auf geht's. Und gewinnen. Nur noch gewinnen. Wir müssen nichts anderes mehr tun, außer zu gewinnen, liebe Leute. Diese Kombi ist einfach so krank. So. Ja, wiederbeleben können wir nichts. Also von daher.
Ich spiele sie trotzdem aus. Ich weiß, es könnte passen, geht ein bisschen schneller, aber ist mir egal. Ich will es genießen. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Ich will es einfach genießen. Genuss ist sehr wichtig im Leben. Ich meine, man ist halt nur einmal im Leben, ne? Das muss man halt immer berücksichtigen im Leben. Man ist nur einmal im Leben. Ergo sollte man sein Leben nutzen und genießen, solange es noch geht. So, wir haben die neuen Dinger, die Schatzgedinger, Schatzkarten, bla, blub. Dann wollen wir die mal eben lesen. Und dann können wir die vielleicht auch direkt machen. Verfluchter Syphilis-Sohn einer Pockenhure. Ich habe die erste Karte, die ich für Professor Atemstein vorbereitet hatte, bei einer Partie Gwent verloren. Ich muss jetzt wieder zum Basislager beim Grab unter den Bückelhügeln zurück und von vorne anfangen. Bis dahin markiere ich weitere interessante Orte auf dieser Karte. Edwin Greloff, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Nachdem Professor Slavko Atemstein mich angeworben hatte, um in seiner Forschungsgruppe zu arbeiten, begann ich damit, die Greifenschule der Hexer zu studieren. Mein Ausgangspunkt war das Grab unter den Buckelhügeln. Der Professor behauptete, dies sei die letzte Ruhestätte eines der Greifen und er wollte einen Weg hineinfinden. Ich entdeckte schnell einige mögliche interessante Orte, die allesamt mit einem Piktogramm in Form des Medaillons der Greifenschule der Hexer markiert waren. Ich habe diese Punkte auf der Karte eingetragen. Edwin Greloff, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Ah ja, was wir auch noch mal ganz kurz gucken können. Ah, noch 11. 11 Karten noch. Ja, wir werden das jetzt machen, ne? Weil, warum nicht? Ein bisschen Abwechslung. Und das ist alles in Wählen, von daher ist das schon okay. Ich muss mir halt nur merken, wo ich jetzt überall war. Ich war jetzt quasi in diesem Gebiet hier. Ich war jetzt hier im Mittelhain. Ich glaube, im Anwesen wird kein Gwent sein. In Sandort könnte doch Gwent sein, ne? Wir sollten dann vielleicht zuerst noch mal ganz kurz hier gucken. Oder waren wir da gerade eben? Waren wir da? Wir waren da, oder? Nee. Waren wir da? Ich weiß es nicht. Lass mal ganz kurz noch mal gucken. Da wissen wir, dass wir da diesen Kreis an Dingern schon fertig gemacht haben. Doch, doch, hier waren wir. Doch, doch, hier waren wir. Okay. So. Und da ganz oben. Oh, interessant. Taverne am Scheideweg. Da können wir auch nochmal nach Gwent gucken kurz, aber ich glaube, die Taverne am Scheideweg, da habe ich auf jeden Fall Gwent gespielt. Das Ding war so am Ort da ist man durchgelaufen. Was ist mit den man kann gar kein Gwent hier spielen. Ja, hier, ich wollte gerade sagen, hier muss es ein Tavernenwirt geben. Etwas zu trinken. Er hat leider keine Karten. Danke. Damals in Novigrad. Novigrad? Du hast doch einen Dorf gesetzt. So. Ach ja. Wir spielen das Spiel verdammt lange übrigens, ist mir mal aufgefallen, ne? Also wir sind ja schon seit über einem halben Jahr, glaube ich, dran. Dieses Spiel zu spielen. Das ist schon krass. Gut, wir hatten halt eine lange Pause zwischendrin, ne? Das muss man natürlich fairerweise sagen, aber... Wir haben ja immer wieder Pausen. Weil ich ja nicht jeden Tag... Also damals habe ich jeden Tag gespielt erstmal. Da hatte ich so viele Parts vorproduziert, 100 Stück oder so. Wir sind jetzt bei Part fast 200 oder so, ne? Ich glaube schon. Das Spiel ist also fast so lang wie Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom ist nochmal ein Stückchen länger gewesen. Da seht ihr mal, wie groß Tears of the Kingdom eigentlich ist, ne? Wenn selbst Witcher 3 im Angesicht von Tears of the Kingdom quasi wie ein Spaziergang aussieht. Mit zwei DLCs dazu. Ja, aber es war viel der Grind, ne? Also, der Grind war halt viele, viele der Stunden. Ich meine, hier müssen wir jetzt nicht wirklich grinden. Wir haben alles nebenher einfach einsammeln können. So gut wie zumindest. So. Ich sollte mich ein wenig umsehen.
sieht das hübsch aus hier. Na gut, das sieht nicht so hübsch aus. Der Fliegende. Wunderbar, das sind die verbesserten Greifenstiefel. Wir brauchen aber noch das andere Greifending, der verbesserte Oberkörper, ne? Oberdings hier. Plups. Das wird dann vermutlich das hier sein. Ah, sind noch zwei. Da, die Verbesserung der Rüstung, da ist es. Das ist das Ding, was uns fehlte. Wunderbar. Schnellreiseort gibt es hier trotzdem nicht, wie es aussieht. Kann ich auch machen, so Geräusche. Was ist das denn hier für ein Ort? Schon von der Freeheit-Brigade gehört? Nee. Habe ich nicht gehört. Erzähl. Du Hecht. Anderlinge. Anderlinge? Ihr kleinen Rassisten. Das klingt jetzt total doof, dass ich das jetzt sage, aber ich finde den Rassismus in diesem Spiel haben sie auch gut umgesetzt. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Also als wäre das mir wichtig, dass der Rassismus in einem Videospiel gut umgesetzt wird. Aber ich meine, man hat halt auch als Hexe dauernd das Gefühl, dass man nicht willkommen ist und so. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Und das ist alles nur, weil man Hexe ist. So. In Ursten? Doch, da oben. Vielleicht gibt es da oben noch Gewind. Weil wir können ja Schatzsuche machen und Gewind. Wir sind ja multitaskingfähig. Was? Zeigt. Nee. Ist nichts, was ich gebrauchen kann. Fort Weißer Adler. Ist der Troll da immer noch? Trinken wie so viel noch nie. Dreiberg-Infanterie. Ja, hab's auch lieb. Klinge, Schwert und Knöchel knack. Tötet Nilfgaard-Lumpenpack. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Er ist mein Liebling, ey. Kavallerie. Schwinge, Schwert und Knöchel knack. Tötet Nilfgaard-Lumpenpack. Ah, ich mag den Kerl. Das ist schon süßer. Ist schon ein verdammt süßer Boy. Ist ein süßer Trolli. Oh mein Gott. Diese dunklen Pferde hier, das ist interessant, jetzt an dem Hügel. Als ob wir hier in der Höhle noch nicht waren. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Hallo, Bär. Da ist es ja. Wunderbar.
Ich habe irgendwie Mist gelabert, ne? Die Hälfte haben wir noch gar nicht. Wir müssen die Schwerter noch jeweils machen, ne? Ist mir gerade eingefallen. Wir haben nicht die Hälfte der jeweiligen Ausrüstung. Wir müssen auch die Schwerter auch auf dieses Maximum bringen. Weil es ja immer 0 von 6, also 6 von 6 halt. Es gibt 6 Teile. Nicht nur 4. Die Schwerter zählen dazu. Ah, die Armbrust habe ich bisher noch nicht gefunden, ne? Interessant. Vielleicht gibt es auch nur 2. So. Ne, Kleinweg ist komplett zerstört, ne? Ich glaube schon. Ja. Okay. Du in Hen ist auch eine Dingens, aber dann vielleicht noch Condylus. Das sieht aus wie Gebäude dort. Nee, aber hier lebt auch keiner mehr. Im Flüchtlingslager? Kann da jemand sein, mit dem man Gwyn spielen kann? Nö. Sieht nicht so aus. Du wirst nicht mehr so über. Aber an der Wrackküste ist jemand, da ist ein Händler. Heutzutage ist es sogar gefährlich, ein Fischer zu sein. Unter den Wellen lauern die Bestien. Auf. Was? Zeig. Schade. Ah, der Dings da. Ja, genau, der bin ich. Der Dings da. In der Waldhütte. Aber das war doch der Weidler, oder? Ah, nee, der Weidler ist woanders. Was Hölle bist du denn? Eine Krabbspinne. Na gut. Okay, wir müssen halt die Orte absuchen, ne? Die Galgengasse, ne, da ist niemand. Schwarzzweig, da waren wir doch, oder? Ja, ich glaube schon. Wolfslichtung wird nichts sein. Heidefelde. Vielleicht haben wir hier noch nicht Gwyn gespielt. Ein Krähenfels müssten wir eigentlich mit allen Gwyn gespielt haben. Ah ne, hier ist ja das Dorf, was genau. Was von der wilden Jagd. Naja, da werden wir nichts finden. Futterplatz der Harpien. Lonrock. Nee. Taverne am Scheidenweg, da war nichts. Maulbeertal. Schauen wir da mal. Siehst du meine Muskeln? Das ist schon ganz schön groß und stark. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Nur sei etwas vorsichtiger, wenn du die Toten ausziehst. Ein Mantel mit Marderfellkragen ist schwer zu verkaufen, wenn er voller Blut ist. Vorsichtig bin ich, wenn ich an der Möse deiner Mutter rumspiele. Was? Wenn du ihn. Junge! Kann gleich mal eine Fresse bekommen, der Typ. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Heda! Oh! So, können wir jetzt sprechen? Zeig. Kurz gucken, ob er eine Schatzkarte hat, die wir noch nicht haben. Nee. Ich glaube, wir haben alle Schatzkarten gemacht. Bist du. Warum kann ich mit diesem Typen nicht sprechen? Der hat bestimmt noch eine Gewinnkarte für mich. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Brillen?
seinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Barbaren. Dann halt nicht. Sonst gibt es ja scheinbar niemanden. Teufelsgruppe gibt es auch noch den Händler, aber ich weiß nicht, ob ich den schon hab. Schauen wir mal. Der hat sich aber schön eingerichtet. Ja, mit dem kann man ja echt gut sprechen. Der ist ja echt zu vielen Gesprächen aufgelegt. Oh mein Gott. Na. Ich verstehe das manchmal nicht, weißt du? Man kann mit Flüchtlingen, man kann allen hier sprechen, nur mit dem Händler, mit dem kann man nicht sprechen. Und der wird mir auf der Karte angezeigt als Händler. Und dann geht man da hin und kann nicht mit ihm sprechen. Man kann nicht mit ihm sprechen. Ich verstehe das nicht. Muss man nicht verstehen, oder? Warum auch immer Plötze da ist. Muss ich nicht verstehen. Steinbruch der Alten. Ich meine, da waren auch noch Leute. Kann natürlich sein, dass wir da vielleicht Glück haben. Und da waren ja keine Leute. Ich hatte das mit einem anderen Spiel verwechselt. Ich hatte das mit Herr der Ringe Online verwechselt. Steinbruch. In Achit oder so. Oder irgendwo gab es einen Steinbruch, da waren Leute. Ja, naja, so. In Ochsenfurt gab es auf jeden Fall noch Leute, mit denen wir bestimmt noch nicht gespielt haben. Ochsenfurt waren wir echt nicht so viel. Also wir waren schon viel in Ochsenfurt unterwegs für die Quest und so. Ich glaube, wir haben da nicht so oft angehalten für Gwyn, weil wir halt ein bisschen in Story waren und so. Wir waren mit Hurensohn Julia und so und den Sachen und dies und das und jenes. Und da waren wir, glaube ich, so sehr beschäftigt mit, dass ich vermutlich nicht über mit den Leuten Gwyn gespielt habe. Hast du Rasiermesser? Schade, es hätte ja sein können, dass man sagen kann, ich möchte lieber Gwyn spielen. Dass ein Toussaint auch möglich ist. Oh. Ja, es ist schon mal eine normale Reaktion auf einen Hexer, oder? Bist du ein Hexer? Nein. Ich bin, eine Katze. Miau. Aber ich habe doch bestimmt Gwyn gespielt, oder? Oh, ich erinnere mich an den. Ah, okay, mit denen kann man gar kein Gwyn spielen. Mit einem Tavernwirt kann man kein Gwyn spielen. Ein komischer Vogel hier. Schwarzer Stoff, eine recht wertvolle. Dir ist schon klar, dass Hexen. Hast du was gegen Bauchschmerzen? Stechen. Sei gegrüßt. Nanu. Sieht nicht so aus, als hätte... Ach, das... Ein Auftrag der redanischen Armee. Aber Spaß macht mir der nicht. Es ist immer wieder das Gleiche. Erfordert kein Geschick. Willst du dein Handwerksgeschick perfektionieren? Natürlich. Mit dem Handwerk ist es wie mit der Liebe. Verfällt man in einen Trott, kriegt man es erledigt, aber Begeisterung erntet man nicht. Also, hast du irgendwelche Spezialaufträge für mich, damit ich in Form bleibe? Wir reden noch von Rüstungen, richtig? Klar, wovon denn sonst? Oh! Lass mal sehen. Okay, keine Schatzkarte, schon mal gut. Quint! Spielen wir Karten. Oh.
Er spielt Skoyatel. Hm. Ich beschäftige mal ein bisschen. Du kannst ruhig gewinnen, die Runde. Das war eigentlich gar nicht so schlecht von ihm, die Karte wieder wegzunehmen. Bitte? Ah, wunderbar. Können wir die wieder wegnehmen? Nee, ne? War ziemlich klar. Der macht nur noch verbrennen, kann das sein? Der hat nichts anderes mehr außer Verbrennkarten. Muss ein bisschen hinauszögern. Ich will, dass er sein Verbrennen nutzt, wenn er es hat. Wir haben trotzdem gewonnen. Und die Kombi ist halt einfach mega. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass mit Doppelhorn funktioniert nicht. Das wollte ich echt mal gerne wissen, jetzt weiß ich's. So, was gibt's für eine schöne Karte? Haftgeheiler. Was kann ich für dich tun? Mal sehen. Was ist das denn? Farbe? Keine Ahnung. Für eine Quest haben wir bestimmt mal Farbe benutzt gehabt. Stimmt, wir mussten einfach mal Farbe kaufen, aber ich weiß nicht mal genau, was für eine Quest das war. Ich habe sie einfach nochmal gekauft. Das ist, ja, ist egal. Die besten Waren diesseits des Ponta. La 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 la. So, mal kurz auf die Weltkarte gucken. Okay. Ja, lass uns mal hier lang laufen. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Und dieses, ne, diese Geräusche, dass mal angespuckt wird und sowas, das ist halt dieses, was ich meine mit dem Rassismus gegen Hexer. Und auch gegen Elfen und sowas gibt es hier auch ganz viel Rassismus und so. Das ist ja. Und Zwerge ist halt auch so ein bisschen, aber die sind nützlich, weil die gut schmieden können. Schon traurig so ein bisschen die Welt hier. Ich meine, Rassismus ist halt auch die einfachste Art und Weise, irgendwie, weiß ich nicht, Menschen zu diskriminieren, ne? Das ist das Einfachste irgendwie, wo man sagen kann, ich bin Mensch, du bist Elf, ne? Ich diskriminiere dich jetzt, weil du einfach Elf bist, so. Das ist so das Einfachste. Das musstest du ja noch die Leute kennenlernen. So kannst du halt einfach äußerlich einfach Leute diskriminieren. Ich verstehe schon, warum sowas existiert, ne? Du wirst ersticken. Hexer sind auch Menschen, aber es sind Mutanten. Also Hexer sind halt mutierte Menschen. Die auch noch ein bisschen, naja, im Verruf stehen.
Weil sie ja nur Drecksarbeit erledigen. Die ja, Drecksarbeit, für die die Leute hier gar nicht in der Lage wären, aber egal, das ist so. Naja. Das ist schon echt. Ja, aber das ist halt echt gut dargestellt im Spiel, ne? Ich rede da nicht so oft drüber, dass man die ganze Zeit diese Spuckgeräusche hört, weil ich einfach nicht so den Augenmerk darauf legen will, auf diese Rassisten hier im Spiel. Aber ich muss das einfach mal jetzt anmerken, weil das ist halt schon... Mir fällt das schon immer auf. Ich merke das jedes Mal, ne? Da muss ich meinen Müllmann in Zukunft auch anspucken. Ja, kannst du mal versuchen. Also stell dir mal vor, eine Welt, in der wir jetzt irgendwie... Hallo. Irgendjemand... aufspielen wir Karten. Indem wir jetzt irgendwelche Leute sagen, dass bestimmte Leute mit bestimmter Hautfarbe nur den Müll wegbringen dürfen. Ich und will unbedingt ein paar Part. Dann kann es durchaus passieren, dass man die ganzen Müllmänner mal anspuckt und so. Weißt du? In so einer rassistischen Welt. Und das meine ich halt. Es ist halt schon erschreckend nah an der Realität von so einer Welt. Ich meine, wir sind auch nicht komplett unrassistisch im Westen. Ich meine, wir sind halt nicht so schlimm wie hier, ne? Also. Aber es stellt das echt extrem gut dar. Weil das ist halt einfach eine wirklich zutiefst rassistische Welt hier. Ist halt keine schöne, alles ist happy. Das mag ich auch ein bisschen an Witcher, weil das hat dadurch auch so ein bisschen was von Gothic von damals, ne? Was auch so ein bisschen ruppiger ist und alles. Also, so ein bisschen, ne? So, 11 gegen 6 Karten. Mal gucken. Also 12 gegen 6 Karten. Ja, das ist auch so eine Sache. Es gibt natürlich viele Spiele, bei denen man am Ende des... Also es gibt Spiele, die zeigen schon mal Rassismus. Wo man halt sowas sieht, wo irgendwie du Rassismus erlebst. Also im Sinne von, dass du das siehst, wie jemand rassistisch irgendwie angegangen wird oder sowas. Also es gibt echt wenige Spiele, bei denen du das Opfer des Rassismus bist. Ich meine, hier sind auch ganz viele andere Leute Opfer des Rassismus, aber man selbst ist auch mit eben darunter. Unter Mutanten und Freaks, ne? Wie sie so nennen hier. Bam, badada, bam, bam, bam. Bam, badada, bam, badada, bam, bam. Ich mach mal ein bisschen Zeit hinauszögern. Das macht hier einfach wieder selber gutes Wetter, okay? Ja, meinetwegen. Und ich muss halt auch einfach sagen, die haben es halt echt gut gemacht, ne? Also, es fühlt sich natürlich an in dieser Welt, was vielleicht ein bisschen doof klingt, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine, ne? Es fühlt sich nicht aufgesetzt an oder... mit Holzhammer irgendwie von wegen, guck mal, wie schlimm Rassismus ist oder sowas, sondern du erlebst es einfach, das ist Teil dieser Welt. Die Welt ist einfach so. Und ich meine, du wirst das auch nicht verhindern, du wirst ja nicht die Leute dazu bringen, keine Rassisten mehr zu sein. Wie man merkt, das Spiel behandelt das ja nicht, dass du jetzt irgendwie gegen den Rassismus kämpfst oder so. Das ist ja auch ein Kampf, den könnte Geralt nicht gewinnen. Das ist ein Kampf, den man über Generationen führt, leider. Da wird ein Hexer halt nicht viel dran ausrichten können. Ja, aber das ist halt schon, ich finde es halt sehr cool gemacht, also. Das Spiel hat halt sehr, sehr viele Sachen, die es halt verdammt gut macht. Das ist schon echt beeindruckend. Das ist schon wirklich beeindruckend. Das Spiel macht so viel richtig. Wo andere Spiele einfach komplett irgendwie versagen. Ja, ich bin kein großer Fan von der Serie, wenn ich ehrlich bin. Also die erste Staffel war noch ganz okay. Danach wurde es für mich schwierig, auch wenn die erste Staffel schon ein bisschen war, weil die so komisch erzählt wurde und so. Aber die zweite war schon schwierig und jetzt ist Henry Cavill auch weg und ich weiß, warum er, also jeder weiß, warum er weg ist, weil sie hat sich so weit von der eigentlichen Geschichte entfernt. Weil sie meinen, sie können es wieder besser machen als der Autor der Geschichte oder als CD Projekt Red, was die hier gemacht haben. Ich meine, die erzählen ja hier eine Geschichte, in Witcher 3 zumindest erzählen sie eine Geschichte, die in keinem Buch stattfindet.
Die Geschichte ist ja komplett von CD Projekt Red hier geschrieben. Und das haben sie verdammt gut gemacht. Also die ganze Geschichte wirkt einfach sehr erwachsen. Erwachsen ist ein gutes Wort dafür. Das ist eine sehr erwachsene Geschichte. Das Spiel ist ja auch ab 18. Glaube ich, oder? Ja. Klar, das ist sie natürlich nicht, weil das eine erwachsene Geschichte ist, sondern weil es Gewalt drin gibt, aber Gewalt ist ja auch ein gewisses Mittel, um gewisse Sachen zu transportieren. Und ich finde halt, wenn das Spiel jetzt nicht so viel Gewalt hätte, müsste es auch für mich meiner Meinung nach ab 18 sein, weil man die Geschichte halt wirklich erst, oder vielleicht ab 16, weil man die Geschichte, die ist schon sehr komplex, sehr vielschichtig und diese Welt ist halt sehr, sehr komplex gestaltet. Und ich weiß nicht, ob man als Elfjähriger oder sowas wirklich, ich meine, gut, man wird keine negativen Effekte, also man hat keinen negativen Einfluss, wenn man das spielt. Von daher, aber man wird die Geschichte nicht in seiner Gänze verstehen und auffassen können. Und die Welt und so. Ja, aber ich meine, das ist mir egal. Du bist schon eine Augenweide? Ich meine... Willkommen. Was hältst du von ein paar Runden, Gwint? Von ein paar Runden? Willst du mir nicht erstmal was verkaufen? Meine Waren haben keine Beine und laufen nicht weg. Die Karten auch nicht. Wollen wir jetzt Haare spalten oder Gwint spielen, hm? Ich möchte mir dein... Der hat doch bestimmt Gwint-Karten, oder nicht? Ja. Oh. Bontor Dim. Nice. Wie schaut's aus? Ja, ja, ja. Da muss man mich nicht zweimal bitten. Ja, wir haben doch bestimmt super viele Karten, die wir hier nutzen könnten, ne? Aber keine Spione mehr, keine neuen. Ich meine, es gibt übrigens auch eine Taktik, wo man die hier nutzt, ne? Die einer hier. Das ist schon keine schlechte Taktik eigentlich. Weil das so ein bisschen Kanonenvieh ist, was der Gegner vielleicht weghauen will. Weil sie sich verbinden und so. Ist schon keine schlechte Taktik. Und dann sehr viele hohe Karten. Und die zu nutzen. Ich könnte so viele Taktiken, die man hier spielen kann. Gewinnt ist, also ich habe jetzt meine Taktik, die ich immer spiele und die funktioniert halt sehr gut, wie man sieht. Aber es gibt viele Taktiken, mit denen man zum Ziel kommt. Man kann auch viel mit Verbrennenkarten spielen und den Gegner halt sehr, sehr viel seiner Karten wegnehmen und sowas. Warte mal, kann man sich die Karte nicht nochmal genau angucken? Genau. Mach ich einfach. Warum nicht? Oh, die kenne ich ja noch gar nicht. Interessant. Dann kriege ich die bestimmt bei ihm. Ich will gerade zusammen, soll ich versuchen, die erste Runde schon zu gewinnen? Komm, wir versuchen es. Auch wenn das oft nicht gut ausgeht, wenn ich das versuche. Wird gleich passen. Nein. Jetzt zieht er sich noch den Gewinn rein.
Er hätte gepasst, wenn ich schon eine Karte gespielt hätte. Er hat darauf spekuliert, dass ich jetzt noch eine Karte spiele. Ja, dann hat er gewonnen jetzt. Es gibt jetzt auch keine Möglichkeit mehr zu gewinnen. Wir können aufbrechen. Es gibt keine Möglichkeit gerade mehr zu gewinnen. Meine. Da hat er mich halt wirklich richtig schön wie eine Fiedel gespielt. Wie schaut's aus? Jetzt gewinnen wir. Wir haben zwei Spione. Das ist eine sehr gute Basis. Mit zwei Spionen ist die Chance hoch, dass wir noch einen weiteren bekommen. Tada! Es ist die Chance auch hoch, dass wir die Finte bekommen. So, jetzt können wir nochmal gewinnen, indem wir die zwei Karten setzen hier. Dann überlege ich, glaube ich, die hier lieber. Die können wir wiederbeleben. So. Er wird jetzt gleich bestimmt auch noch einen Spion setzen. Ah, wir haben keine Finte derzeit. Naja, gut. Ich dachte, wir hätten vielleicht die Finte bekommen. Er wird eine Einheit wiederbeleben können. Ich würde gerne mal sehen, was das für ein... Ja, blöd, dass er die jetzt gespielt hat, ne? So, jetzt kommt der Spion. Wir können leider nichts dagegen tun, aber es gibt uns immer eine Angriffskraft. Bam, 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 bam. Kommt noch ein Spion. Verbrennen? Nee, macht jetzt noch einen Spion, ne? Aber wir hatten keinen mehr, gut. Also er hatte keinen mehr. Verbrennen könnte kommen, aber eine können wir wiederbeleben. Ich meine, bevor wir das machen, machen wir das Wetter eben wieder gut. Okay, wir dürften gewonnen haben. Ist eine krasse Runde gewesen, ne? Das ist, wie viele Karten da liegen. Der hat sich gut geschlagen. Shiryu haben wir bekommen. Ich glaube, das ist der Typ gewesen. So. Kräuterhändler haben wir. Oh, es wird echt schwierig herauszufinden, wo noch die Sachen sind, die fehlen. Es sind immer noch 11, die uns fehlen. Da muss das alles in Toussaint sein, oder? Das kann doch nicht sein, dass uns da so viel fehlt. Wir haben jetzt so viele Runden Gewinn gespielt und keine einzige davon war... Selbst die, die wir gerade gekauft haben, waren nicht dabei. Also, ich meine, wir haben halt nicht mehr so viele Orte, wo wir hingehen können. Wir können nach Alnis noch gehen. Die Imkerei, da ist auf jeden Fall kein Gewinnspieler mehr. Und nee, Alnis war ja auch verlassen, oder? Das war doch das mit den Schweinen. Aber nee, die haben wir doch wiedergeholt, die mit den Schweinen, oder nicht? Aber die sind trotzdem nicht da, die Leute. Das sind so Gänse, oder was? Ja, vielleicht warten wir mal ganz kurz. Vielleicht sind die alle am Schlafen oder so noch. Nee. Doch, hier sind Leute. Aber kein Händler scheinbar. Nö.
Aber oben bei der tanzenden Windmühle oder was das auch immer war, da ist ein Händler. Das ist dann die letzte Runde Gwynfelder, diesen Part, wenn da einer ist. Also noch einer, mit dem wir spielen können. Ja gut, es könnte natürlich noch ein Skellige sein, aber ein Skellige haben wir auch viel Gwyn gespielt damals. Weil Skellige haben wir auch angefangen 100% und dabei haben wir auch sehr viel Gwyn gespielt, glaube ich. Als wir mit dem Schiff unterwegs waren, die ganzen Orte und so abgesucht haben. Ja, mit denen kann man, glaube ich, kein Gwyn spielen, weil das ein fahrender Händler ist, oder? Ja. Hat er vielleicht Karten dabei? Nee. Leb wohl. Das ist leider nicht möglich. Na gut. Ich würde schon noch gerne eine Runde Gwyn spielen, diesen Part. Aber es wird schwierig. Ich meine, da unten ist ein Chateau, bla. Aber da wird doch nicht. Bogendorf gäbe es noch. Da war das mit den Kindern, die dann gesungen haben, mit dem. mit den Gontor Dim und so. Das ist nicht hier? Doch, doch. Aber hier ist ja gar nichts los. Ja, komplett zerstört das Dorf auch. Also nicht komplett, aber ziemlich zerstört. Ja, das hier, dann war das sonst so woanders. Ah, schade. Hier ist nichts. Ich meine, ob man hier. Man hier noch Gwyn spielen kann? Dem Händler. Ich bezweifle es ja irgendwie, aber schauen wir mal. Und dann, wenn dann haben wir das schon gemacht, oder? Ah. Was hast du? Und der wird ja keine Gewinnkarten haben, nee. Pass auf. Geh. Und der hier oben auch nicht. Die nie endende Schöpfung der. Ich. Nee. Danke. Soweit ich weiß, hat Hearts of Stone keine neuen Gwyn-Karten hinzugefügt, oder? Warum ist mein Pferd da oben? Was macht Plötze da? War das hier nicht das Dorf, was von Spinnen irgendwie heimgesucht wurde? Buchweizen und Hirse sollen wir anbauen. Würde sich lohnen haben. Na, aber hier ist auch nichts. Dann ist es vielleicht wirklich alles Toussaint, ne? Vielleicht zählt er das auch mit. Ich dachte, dass dieses Buch nur in dem Hauptspiel quasi zählt. Weil ich meine, wir haben jetzt eigentlich alle wichtigen Dörfer und sowas. Es gibt noch. Ja, es ist gut, Skellige gäbe es halt noch, aber ich glaube nicht, dass das ein Skellige fehlt. Wenn ich ehrlich bin. Weil hier unten ist ja nicht mehr viele Dörfer und sowas. Das ist ja vor allem Orte und so. Ist ja mehr so ein bisschen Natur überlassen. Hier oben kommen ja immer mehr Dörfer und sowas. Und ich meine, es gibt ja noch die 7 Katzen, da können wir noch hin. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht, oder? Ah, doch, da waren wir. Doch. Da waren wir. Ja, dann die 7 Katzen, aber da werden wir doch bestimmt gewesen sein. Da haben wir auch richtig Wind und so gespielt, alles. Und dann gibt's halt nur noch Novigrad halt, aber. Als ob wir da so viel verpasst haben. Willkommen bei zu den 7 Katzen. Wie man so sagt, sogar die Katzen. Was gibt. Gut. Hier haben wir noch keinen Gwyn gespielt. Haftcounterschützer. Ich glaube, das ist keine Karte, die wir noch nicht hatten. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. Hi, Feuer, Florian. Oh, naja, ein Spion. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen noch einen zweiten jetzt. Nein. Das ist nicht gut. Ja, das ist auch nicht gut. Jockey mal ein bisschen mehr raus.
Ja, da kann es gewonnen haben, ist mir egal. Die Runde ist für mich verbrannt. Alles gut bei dir, Feuer, Florian. Was ist das denn? So, dann haben wir das geschafft. Wunderbar. Gab es jetzt wenigstens Karte, die wir noch brauchten? Endriaga, bestimmt, oder? Ups. So. Ja, das war eine, die wir brauchten. Alter Schwede, das wird echt ein großer Spaß. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part auf YouTube. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!